Zen, der Podcast von Chukka Sangha. Ich möchte noch ein paar Schlussbetrachtungen zu den vier Brahma-Vihara anschließen und dazu zunächst mal aus dem Mumonkan zitieren, den Fall Nummer 22. Kashyapa, zieh die Fahne ein. Ananda fragte Kashyapa: Der von der Welt Geehrte gab dir die goldene Robe. Gab er dir noch etwas anderes mehr? Ananda, rief Kashyapa. Ja, antwortete Ananda. Zieh die Fahne am Tor ein, sagte Kashyapa. Was hat das mit den vier Aspekten des Mitgefühls zu tun? Was Kashyapa da mit Ananda anstellt? Und was hat das Ganze mit Weisheit und Mitgefühl zu tun? Das ganze Wirken des Buddha ist ausgerichtet darauf, die Welt vom Leiden zu befreien und zum Wohlgefühl zu führen, zum Wohlergehen zu führen, durch Mitgefühl und Weisheit. Weisheit kann man auch sagen, durch tiefes Verstehen. Weisheit ist nicht so eine kleine Enzyklopädie in unserem Gehirn oder sowas oder in unserem Bücherschrank, sondern Weisheit ist im Verständnis des Buddha ein dynamisches Vorgehen, nämlich ein Herangehen an die Wirklichkeit, und die Wirklichkeit zu untersuchen unter dem Aspekt, das Gefüge des großen Lebens und die damit verbundenen Gesetzmäßigkeiten zu ergründen, um gemäß diesen Gesetzmäßigkeiten zu handeln. Und eine der Grunderkenntnisse des tiefen Verstehens ist ja, dass alle und alle Erscheinungen wesensgleich sind. Und das ist etwas, was wir versuchen in der Meditation zu erfahren, aber was wir auch versuchen im täglichen Leben zu erfahren. Und wenn wir auf die Wesensgleichheit stoßen, wie zum Beispiel Avalokiteshvara, dann ist Mitgefühl eine unausweichliche Folge. Mitgefühl ist sowas wie ein Feld. Ein Feld, das die ganze Existenz durchzieht. Und dem wir uns aussetzen können, das wir beherbergen können, dem wir Ausdruck geben können und das einfach eine Grundlage des lebendigen Lebens ist. Also Ananda, der war 25 Jahre jünger als der Buddha und er war 25 Jahre lang sein intimster Vertrauter. Der Ananda hat den Buddha auf Schritt und Tritt begleitet. Eine heikle Situation von Ananda war, als er den Buddha begleitet hat, als der Buddha sich bei seiner Frau entschuldigt hat dafür, dass er mit 29 Jahren einfach dem gemeinsamen Ehebett entstiegen ist, um die Welt zu retten, ja, und sie und ihren Sohn da im Schlaf zurückgelassen hat. Na, die wacht am nächsten Morgen auf, da ist der geliebte Gemahl getürmt.
um besseren Zwecken zu dienen, ja, als sein Mann da zu Hause zu stehen. Und ja, das war nicht gerade ein Akt des Mitgefühls ihr gegenüber. Ja, im Gegenteil, man hat sie verlassen, wie das Männer häufiger tun, um irgendwelchen höheren Wein sich hinzugeben. Ja. Das Naheliegende scheint da nicht so der Acker zu sein, auf dem man sich so betätigt. Und Ananda hat das also miterlebt, wie der Buddha und seine Frau sich nochmal begegnet sind nach Jahren. Und der Buddha ihr seine Gründe darlegte und für ihre Anteilnahme warb in dem, was er an Aufgabe übernommen hat, Verständnis dafür. Ihr tiefes Verstehen hat der Buddha angefragt. Und Ananda war immer dabei. Der Buddha konnte kaum alleine aufs Klo gehen. Ja? Ananda war vor der Tür, passte auf, dass keine Fliegen kamen und keine Besucher in der Zeit. Das war eine wichtige Rolle, die Ananda eingenommen hat. Ananda war ein Freund der Frauen in dem Sinne, dass er sich gekümmert hat, dass die Frauen nicht links liegen gelassen wurden, weil es ja so etwas Wichtiges in die Welt zu bringen gab, in dieser Mönchs- und Männerwelt, sondern er hat beim Buddha darum geworben, dass auch die Frauen einbezogen werden, dass ihnen die Segnung der Buddha-Lehre, die Erkenntnisse des Buddhas genauso zuteil wurden wie den Männern, dass sie genauso angeboten wurden. Und der Buddha hat gezögert, Ananda in dieser Hinsicht nachzugeben. Wir danken es also Ananda, dass es Nonnen gab im Buddhismus und dass die Frauen ernst genommen wurden und dass sie genauso vom Buddha geachtet wurden, wie er schon seine Mönche oder sowas achtete. Ja? Das verdanken wir Ananda. Ananda warb dafür. Ananda machte dem Buddha klar, hör mal, deine Mutter ist tot, aber deine Ziehmutter, Gautami, ja, die hat doch so viel für dich getan. Willst du die außen vor lassen? Sie fragt mich immer wieder, wie kann ich denn jetzt auch zugehören zur Sangha? Und dann haben Ananda und der Buddha einen Weg gefunden, dass Männer und Frauen gemeinsam üben konnten, ohne dass immer gleich das Thema, ja, da kommen schon die Energien an, ja, ohne dass immer gleich das Thema der erotischen Begegnung Top 1 sein würde. Ja? Mit dem Buddha ging es darum, dass wir auch die Erotik natürlich einbeziehen in das Leben, aber nicht so, wie das in unserer Gesellschaft jetzt zum Beispiel der Fall ist, dass Frauen in jeder Form von Unbekleidetheit als Werbeträger von Michelin-Reifen bis Glyphosat oder sonst was in der Welt posieren müssen. Ja? Nee, ihm ging es darum, dass wir uns als Menschen auf Augenhöhe begegnen und dass wir dabei Verstrickungen, die vermeidbar sind, vermeiden, um gemeinsam den Rest der Welt und uns selbst vor allem von der Leidhaftigkeit zu befreien. Der Buddha hatte ein zutiefst transformatives Anliegen. Er war geboren in einer Gesellschaft, die erstarrt war mit ihrem Kastensystem. Und er hat sich da einiges getraut. Ja? Nicht nur, dass er als Hochadliger abgestiegen ist in die Welt der Normalmenschen und sich selber in die Armut begeben hat, er hat auf jedem Gebiet die ganze hinduistische Gesellschaft erschüttert.
Er hat Mörder in seine Sangha aufgenommen. Er hat Unberührbare aufgenommen. Das waren Skandalfälle damals. Und er hat darauf vertraut, dass wenn diese Menschen seine Lehre anwenden auf ihr Leben, dass sie das vom Leid befreit und dass sie zu Botschaftern der Leidbefreiung werden können. So, und dieser Ananda, der so viel Segensreiches zum Beispiel in dieser Richtung schon getan hat, der war auch ein unentbehrlicher Überlieferer dessen, was der Buddha je gesagt hat. Ananda konnte 65.000 Worte in der Reihenfolge, wie sie gesprochen waren, behalten und wiedergeben. Das können meine Apple-Computer manchmal nicht. Ja? Also der hatte ein unglaubliches Gedächtnis. Und ihm danken wir, dass so viele Worte des Buddha überliefert sind. Hätte Ananda sich das nicht alles gemerkt, wer weiß, was heute noch davon übrig gewesen ist, ne? Gewesen wäre. Also das danken wir Ananda. Und Ananda hat bis zum Tode des Buddha nicht Erleuchtung erfahren. Das ist seine Tragik. Der war die ganze Zeit dicht dran. Der konnte das Leben des Buddha aus allernächster Nähe beobachten. Er konnte beobachten, wie die Erleuchteten sich die Sandalen anziehen und wie sie sich die Robe umschlingen. Konnte er alles sehen. Er konnte die letzte Essenz nicht greifen. Und zwar deshalb, weil er ein Bewusstsein vom 6. Dezember und nicht vom 8. Dezember hatte. Er wartete nämlich auf den Weihnachtsmann. Und warten auf den Weihnachtsmann, das hindert uns, die letzte Anstrengung zu unternehmen, die erforderlich ist, um glücklich zu sein. Wenn man darauf wartet, dass andere einem das Glück verschaffen oder dass das Glück irgendwie weitergereicht wird, dann funktioniert das nicht. Und das war eine Erwartung, die Ananda die ganze Zeit beschäftigte. Der sieht, wie der Buddha den ersten Nachfolger bestimmt. Eine Szene, die wir alle noch in Erinnerung haben, Mumonkan 6 wird sie geschildert, ja, das Blumenkorn. Ohne Worte verstehen sich Kasyapa. Der Buddha predigt nicht. Er hört auf zu predigen. Er möchte einfach ohne Worte klar machen, was das Wichtige für ihn ist. Und da hält er eine Blume hoch. Hätte auch natürlich einen Nikolaus hochhalten können. Wenn es heute gewesen wäre, würde er das vielleicht machen. Knister, knister. So. Was äußert sich da drin? Tja. Kasyapa lächelt. Hunderte, die da ebenfalls sitzen, machen. Hä? Kasyapa lächelt. Und der Buddha weiß, er und Kasyapa sind in einem Feld drin. Sie sind verbunden, sie verstehen sich. Da braucht nichts übergeben werden, auch keine Blume. Es ist klar, von Herz zu Herz. Wir sind uns einig. Und deshalb tauscht der Buddha seine Robe mit Kasyapa und übergibt ihm seine Bettelschale mit den Worten: Du, Kasyapa, hast mich zutiefst verstanden, modern ausgedrückt. Und der Ananda denkt die ganze Zeit: Was hat denn der Buddha da Geheimnisvolles dem Kasyapa noch übertragen? Da muss doch noch was gewesen sein. Ich war ja nun die ganze Zeit dabei. Wo ist das nur geschehen, dass der Buddha dem Kasyapa da dieses große Geheimnis übergeben hat? Ja? Und ich habe es nicht mitgekriegt. Ne? Und deshalb war das eine ewige Frage für Ananda. Ja?
Der hatte ständig, war der überzogen mit was zum dem Erwachen dient und die vier edlen Wahrheiten. Alles konnte er alles aus dem FF nachbeten. Besser als der Buddha konnte er das sagen, konnte das erklären, alles. Aber irgendetwas fehlte ihm noch. Und das war die Geschichte, den inneren Weihnachtsmann loszuwerden. Das hat Kasyapa nicht geschafft bis zum Tod des Buddha. Und deshalb waren die Mönche, die das Erwachen erlebt hatten und die Nachfolge des Buddha angetreten hatten nach dem Tod des Buddha, uneins oder vorsichtig in der Hinsicht, ob man einander zu dem ersten Konzil hinzuziehen konnte, das der Erinnerung der Buddha-Lehre diente. Denn der Buddha hatte bei seinem Parinirvana den Mönchen gesagt, die ihn gefragt haben, welchem Lehrer sollen wir denn jetzt folgen, wenn du weg bist? Da hat der Buddha gesagt, geht nicht zu irgendwelchen anderen Lehrern, nehmt meine Lehre als Lehrer und seid euch selbst eine Insel im Tosen der normalen Welt. Ja. So, und das haben die versucht jetzt ernst zu nehmen und haben sich deshalb erstmal alle getroffen. Monatelang sind sie alle Lehrreden des Buddha durchgegangen und haben das, wie es damals üblich war, memoriert. Es gab zu Zeiten des Buddha keine schriftliche Überlieferung. Die Sachen wurden mündlich weitergegeben. Und deshalb sind auch die Sutren, wenn wir die jetzt verschriftlich vorliegen haben im Pali-Kanon, die hören sich so umständlich an, weil es immer so dreimal um die Sache geht. Damit man es auch kapiert, ja? Müssen wir ja auch haben. Wir kapieren es auch nicht beim ersten Mal. Wir wollen es auch. Margaret Kennedy, die hier super Vorträge über das Geldsystem der Zukunft gehalten hat, die hatte da eine klare Taktik. Sie sagt, ich muss jedes Thema dreimal ansprechen, damit es bei den Leuten ankommt. Ich spreche es am Anfang an, in der Mitte und zum Schluss auch nochmal. Sage ich denen das alles nochmal, obwohl sie es alles schon gehört haben. Ja? Das ist notwendig, damit die Menschen das verstehen. Die war ja auch Hochschullehrerin. Also, so auch die Worte des Buddha. Die wurden immer so dreimal, wurde die Lehre so umkreist. Ja? Und die haben das also memoriert da und waren im Zweifel, ob sie einander dazuziehen können, weil er ja den Weihnachtsmann noch mit sich herumschleppte. Und sie haben sich dann entschlossen, weil Ananda ja im Grunde genommen das Tonbandgerät des Buddha gewesen war, unter anderem. Ja. Er hat halt alles aufgenommen. Ne. Und dann konnte man bei Zweifelsfragen nochmal auf die Taste drücken bei Ananda und sagen, Ananda, wie war denn das da? Was hat denn der da nun genau gesagt? Und dann hat Ananda das genau gesagt. Ja. Man fragt sich, wieso Ananda, der die ganze Buddha-Lehre abgespeichert hat, warum der immer noch an den Weihnachtsmann geglaubt hat. Ja, und in dieser Situation, nach dem Tode des Buddha, begegnen sich nun Kasyapa und Ananda in dieser Weise, wie das hier in dem Koan geschildert ist. Und wieder hat Ananda die Frage gestellt, der von der Welt Geehrte gab dir die goldene Robe. Gab er dir noch etwas anderes mehr? Na, das Geschenk, das Besondere. So, und während da Ananda wieder in dieser Energie ist, was war es denn nun? Was ist denn nun Erleuchtung? Nun sag's doch mal. Raus mit der Sprache und so, ne? Da brüllt Kasyapa ihn an. Ananda!
Und das ging ins Harra rein. Nicht hier oben. Der wusste, dass der Ananda heißt, ja. Nee. Das ging hier unten rein. In das große Speicherbewusstsein. Da, wo wir mit der Welt verbunden sind. Ständig und immer. Hier oben, da in unserer Reflexionshöhle, da sind wir ja nicht so wirklich mit der Welt ständig verbunden. Ne? Da sind wir, gucken wir ständig über die Welt. Von oben drauf oder was, welche Perspektive wir einnehmen. Wir sind nicht mit dieser Verbundenergie in erster Linie. Ja? Er hat ihn direkt ins Herz gerufen. Und zwar aus Mitgefühl und tiefem Verstehen. Und diese Vorgehensweise, die Ananda da, die Kasyapa da angewandt hat, Ananda gegenüber, ihn von seinem Konzepttrip runterzubringen, ihn zu öffnen, mit eigenen Augen das Leben zu schauen, bei sich selbst anzukommen und sich selbst zur Insel zu machen, sich selbst lebendig zu fühlen, mit seiner eigenen Buddha-Natur sich zu verbinden, statt darüber zu sinnieren und zu philosophieren. Ja? Diese Art des Mitgefühls ist auch typisch für die ganze Zen-Tradition. Das heißt, ein aktiver Beitrag innerhalb der Sangha, einzelner Sangha-Mitglieder gegenüber den anderen, um sich gegenseitig zu unterstützen, zum Erwachen zu kommen. Weil jeder von uns rennt da mit seinen Konzepten durch die Gegend. Und diese Konzepte, die trennen uns vom Leben. Ja? Also, vieles wird aus der Buddha-Lehre heute konzeptionell isoliert und zu einer Trademark gemacht. Ich sprach schon davon, Achtsamkeit, Trademark, Kanu fahren, reiten, Golf spielen, kann man alles achtsam machen. Ja? Oh. Ist eine richtige Industrie jetzt schon geworden. Ne? MBSR steht so auf der Grenze. Ja? Die Krankenkassen erkennen etwas an, was nichts mit Weisheit und Mitgefühl zu tun hat, sondern die stellen fest, also wenn die Leute achtsam meditieren und sich achtsam entstressen und in ihrem Körper mit dem Körperscan arbeiten, dann führt das dazu, dass sie weniger krank sind. Und deshalb sagen die, okay, das unterstützen wir. Aber die unterstützen natürlich nicht, dass man Weisheit und Mitgefühl verwirklicht. Das muss schon jeder selber tun. Aber so ein bisschen Entspannungsübung und so, da sind sie dabei. Ja? So, wenn das jetzt von uns einer macht, MBSR, dann ist er natürlich mit Weisheit und Mitgefühl gleichzeitig im Bunde. Das ist ja wohl keine Frage. Ja? Aber man kann nicht davon ausgehen, dass diese Methode schon zum Erwachen führt. Ja? Ja, und also, dazu gehören bestimmte Vorgehensweisen, die wir von den Zen-Meistern kennen und die dem Normalpublikum häufig die Haare zu Berge stehen lassen. Ja, da kommt so ein super Schüler wie der Rinchi, ja, von dem schon der Jiki Jitsu sagt, also Rinzai, Gründer unserer Schule, der kommt und der hält sich da in der Sangha auf und der verhält sich da schon ziemlich klar, selbstvertrauend und dem Leben zugewandt, bewegt er sich da. Und dann sagt der Jiki, na, nun geh doch mal und frag doch mal unseren Meister was. Du willst doch bestimmt auch von ihm noch was lernen, ja. Er sagte, was soll ich den denn bloß noch fragen? Ja, ja, sagt er, frag ihn doch mal nach dem Wesen vom Buddha-Dharma. Na ja, gut, wenn du meinst. Und dann geht er hin und
kommt durch die Tür, da sitzt der Wangpo ja und will er gerade sagen, was ist, zack, wong, kriegt er eins übergezogen mit dem Stock. Ja. So, jetzt frage ich euch, ne, in welcher Normalwelt würde das als Akt der Barmherzigkeit durchgehen? Ne? Üblicherweise nicht. Und trotzdem hat es Rinzai später so aufgefasst. In der Situation hat er natürlich gedacht, ich bin hier verkehrt. Ja. Da ist er nochmal zurückgegangen, hat er von seinem missglückten Versuch, über den Buddha damals zu befragen, den Chiki nochmal interviewt und hat gesagt, also ich wollte das gerade, deine Frage da gerade mal anbringen. Da hat er mir schon eine gedonnert, ja. Und da sagt der Chiki, versuch's einfach nochmal. Versuch's nochmal. Geht er wieder hin? Boom, nächste. Also wieder völlig durcheinander, ja. Kannst du das nicht erklären, kommt wieder im Jigir, ne? Also es hat wieder nicht geklappt. Ja, nun mal nicht so die Flinte gleich ins Korn werfen. Versuch's doch nochmal, ja. Dann geht Lissi wieder hin. Kaum hat er schon den Mund aufgemacht. Bong! Gibt's die nächsten Schläge, ja. Und nun geht Lynchy raus und sagt, Leute, wisst ihr was, ich bin hier verkehrt. Ja. Sadomaso, das ist hier nicht meine Sache und so. Also ich hau mal ab. Ja. Na, sagt der Jiki, dann geh mal wenigstens zum Meister und frag ihn, wo du hingehen sollst. Der hat bestimmt für dich noch Tipp. Naja, er war natürlich am Zögern, ob er das machen sollte. Weil... Er konnte ja die anderen Fragen noch nicht mal unterbringen, ja. Jetzt mit so einer Frage zu kommen. Ne? Aber der Jigi, der war so schlau, der hat schnell dem Wangpo Bescheid gesagt, jetzt mal nicht schlagen, ne? Sondern hier jetzt mal so eine Antwort auf der Erklärungsebene ist in diesem Fall mal angebracht. Ja? Na, ne? Dieses Zusammenspiel zwischen Jigi und Meister, könnt ihr sehen, ist auch erforderlich. Ja? Wenn der das nicht gemacht hätte, dann hätte natürlich Wangpo sofort wieder zu seinem Stock gegriffen. Das ist ja wohl klar. Ja? Aber durch diese vorbereitenden Handlungen war es dann möglich, Lynchy seine Frage anzubringen bei dem Meister, wo er denn nun wohlberatenerweise weiter lernen und üben könnte. Und er hat ihn dann zum Taiyun geschickt. Wie die Geschichte weitergeht, wisst ihr alle, ne? Zwischen Taiyu und Lynchy kam es gleich zur Konfrontation. Ja. Aber bei Lynchy hat es getickert. Und er hat sich gesagt, jetzt verstehe ich das. Die großmütterliche Zugewandtheit meines Lehrers Wangpo. Endlich habe ich es kapiert. Ja, er hat es geschnallt. Ihm war klar, warten auf den Weihnachtsmann ist nicht mehr. Selbst ist der Mann, ja, rein ins Leben mit dem Buddha Dharma gehen, sich selbst vertrauen. Ihm ist das aus dem Stand klar geworden. Und er war voller Dankbarkeit, dass sein Lehrer ihn mit diesen drei Schlägen oder diesem dreimaligen Schlagen so schnell in die Welt des Durchblicks gebracht hatte. Ja. Zutiefst dankbar. Und diese Art von Mitgefühl, ja, die ist natürlich in diesen vier Aspekten des der Brahma-Vihara nicht so ohne weiteres gleich erkennbar, dass die mit dazugehört. Ja. Auch diese Art des schroffen Auftretens, wenn die Menschen konzeptionell sind, wenn sie zu sehr festhalten an irgendetwas, da braucht es manchmal einen Erschütterer. Und da sind manchmal liebende Worte und Zugewandtheit nicht ausreichend. Meine Tante Lorena, die ich hier schon immer wieder erwähnt habe,
die auch eine weise Frau war und mit vielen Menschen in einem Entwicklungshilfeabkommen stand, ja, wo sie sich persönlich um deren Weiterentwicklung gekümmert hat, aus Güte, die hatte zwei Methoden. Und diese Methoden nannte sie abmontieren und rammen. Typische Zen-Methoden, ja. Also unter abmontieren verstand sie sowas, wenn jemand so eine bestimmte Auffassung vom Leben oder eine bestimmte Meinung hatte, von der er nicht loslassen wollte, dann unternahm sie mit der Präzision eines guten Ingenieurs oder Handwerkers Maßnahmen, um dem das auf schnellstmögliche Weise auszutreiben, daran weiterhängen zu bleiben. Und das andere war ihre Methode des Rammens. Also man war so freundlich mit ihr verbunden und dann mit einem Male wurde man gerammt. Also ich habe sie mal besucht und bei mir hat sie gerammt. Ja, das erzähle ich ja euch gerade. Also wenn man sie besuchte, dann hatte sie schon mal zur weiteren Entwicklung etwas Literatur hingelegt, mit der man sich beschäftigen konnte in der Zeit, wo sie sich zurückzog und erholte. Ja. Und dann konnte man sein Gespräch mit ihr fortsetzen, auf der Basis dessen, was sie einem empfohlen hatte, sich anzugucken. Ich war also gerade ihrer Empfehlung gefolgt und hatte mich mit drei Büchern, die sie mir hingelegt hatte, da beschäftigt, ja. Da reißt sie plötzlich die Tür auf und schreit mich an. Du widerlicher, ethischer Narzisst! Schon, Tür zugeknallt, wieder rausgegangen. Ich war wie vom Donner gerührt, ja. Und ich wusste überhaupt nicht, was sie damit meinte. Ich war einfach nur im Schock, ja. Kurze Zeit später kam sie mit so einer Postkarte rein, die zeigte ein Bild von Jesus als Jüngling, gemalt von Lukas Kraner. Ja? Lukas Kraner zu Jesus ist ja mal schön, den nicht immer am Kreuz da nur zu sehen, sondern mal so als netten jungen Mann, der lag da so, ja, Jesus. So. Eigentlich eine ganz schöne Ansicht von ihm, ja. Da sagt sie doch glatt zu mir: So wie dieser talmihafte Jesus, so gehst du durch die Welt und hältst dich für einen guten Menschen. Entsetzlich! Also könnt ihr euch vorstellen, wie das Rammen da auf mich da gewirkt hat, ja? Also hinterher hat sie mir mitfühlenderweise das erläutert, was sie damit meinte und naja, also mich wirklich dazu bewogen, bestimmte Seiten von mir nochmal genauer zu überprüfen, ja, bestimmte Arten, mich im Leben zu bewegen und insbesondere mich auf der Seite der Guten zu meinen, ja, das war für sie besonders wichtig, dass ich diesen Fehlschluss nicht weiter da unterlag, ja. Und so finden wir das immer wieder im Zen, dass wenn Gastgeber und Gast, wie es im Rinzai-Roku heißt, aufeinandertreffen, dass es da um Authentizität geht. Und Authentizität ist ein sehr, sehr hoher Wert in Bezug auf Mitgefühl. Ja? Es geht darum, nicht jemand einzulullen und es geht auch nicht darum, besitzergreifende Liebesformen zu entwickeln oder sowas, sondern es geht darum, authentisch auf der Spur des Buddha-Dharma zu bleiben. Und darin sind die alten Meister trainiert gewesen. Und deshalb waren sie ein Segen für ihre Schüler, weil sie in der Begegnung dieses Authentischwerden unterstützt haben. Und das ist
irgendwo noch so eine Quintessenz der vier Aspekte des Mitgefühls. Ja? Es geht auch darum, in all diesen Meditationen oder Handlungen, die wir machen, wirklich authentisch zu sein, wirklich kernecht. Und dabei gleichzeitig zu sehen, dass diese vier Aspekte Metta, Mudita, Karuna, Upekkha, dass die immer ineinander enthalten sind. Man kann sich nicht selbst liebevoll sich selbst zuwenden, ohne gleichzeitig eine Bereitschaft zu haben, auch loszulassen. Das geht nicht. Ja? Wir brauchen also diesen Aspekt von Upekkha. Ja, die Fähigkeit, uns spielerisch im Strom des Lebens zu halten, uns authentisch im Strom des Lebens zu bewegen, indem wir bereit sind, unsere Vorstellungen und Konzepte gleichzeitig preiszugeben. Wenden wir uns selber zu, brauchen wir das, diese Bereitschaft. Wir brauchen auch, dass wir offen sind für das Leiden anderer. Wir können uns nicht alleine retten. Es geht nicht. Ja? Also bleibt es dabei. Karuna ist eine Mitgift des mit sich selbst Seins. Ja? Genauso die Bereitschaft zur Mitfreude. Ja? Immer gehört sie mit dazu. Wenn es uns klar ist, was die Schönheit der Bedürfnisse im konkreten Fall für uns bedeutet, und wir auf dem Wege sind, Strategien zur Erfüllung einzuschlagen, dann kann es gut sein, dass wir uns gemeinsam freuen daran, dass wir diesen Weg gemeinsam beschreiten können. Es ist klar, dass wir auch der Freude und der Mitfreude dafür offen sind, dass wir uns genauso darüber freuen, wie dass unsere Bedürfnisse wahrgenommen werden und unsere Buddha-Natur, dass wir uns den Bedürfnissen der anderen öffnen und denen gegenüber bereit sind, unterstützend dafür einzutreten, dass sie erfüllt werden. Also diese vier Aspekte gehören immer zusammen. Und das unterscheidet diese vier Aspekte des Mitgefühls und diese Mitgefühlspraxis von dem, was landläufig so unterwegs ist als Ausdruck des Mitgefühls, nämlich hier Hass, Manne, Mag. Ja? Ist nicht, das reicht nicht. Ja? Sondern es ist wirklich ein großes Engagement. Es ist das Mitgefühl, was weiß, dass ich nur Befreiung erlangen kann, wenn auch mein Gegenüber mitbefreit wird, das nicht aufhört, nachdem die ersten Symptome der Entspannung bei mir selber aufgetreten sind, sondern dass sein Engagement fortführt. Und der Buddha hat gesagt, wer die Praxis der vier Brahma-Vihara übt, und gleichzeitig die vier edlen Wahrheiten und den edlen achtfachen Pfad praktiziert, nicht schön findet, praktiziert, ja, der ist für immer der Welt des Leidens entronnen. Deshalb ist das eine sehr wichtige Praxis, das Mitgefühl zu praktizieren, wie es hier in diesen vier Aspekten genannt wird. Und wir haben zwei Wege, die wir beschreiten. Wir gehen ins Handeln und wir können in die Meditation gehen. Alles trägt zur Transformation bei. Und wir wissen, dass unsere Gesellschaft dringend Transformationsimpulse braucht. Wir haben ja, anders als zu Zeiten der Buddha, eine Situation, wo die drei Gifte, von denen der Buddha die Menschen unter anderem gerne befreit hätte, Gier, Hass, Verblendung, dass die heute in einer institutionalisierten Form vorliegen. Ja? Gier in Form der Finanzindustrie, der sogenannten, ja?
Ich sage nur Paradise Papers, ja, Panama Papers. Ne? Institutionell liegt das vor. Da werden die Leute abgehalten von eigens engagierten Beratern, von ihrer unglaublichen Reichtum nicht in einer sozialverträglichen Weise Gebrauch zu machen, sondern den noch irgendwie weiter zu steigern. Wohin eigentlich? Warum? Wofür? Warum muss ich Millionen beseitigen und mich vor der staatlichen Steuer schützen? Ja? Bin ich nicht daran interessiert, dass Leute zur Schule kommen gehen? Will ich nicht mit meinem fetten Four-Wheel angetriebenen Gefährt auf öffentlichen Straßen fahren, die in Ordnung gehalten werden? Was ist das? Ja, was entfremdet die Menschen so von dem Kontext? Und da sind groß angesehene Firmen, die darin unterstützen. Ja? Na, also ich habe mich darüber schon oft ausgelassen. Ich will das hier nur andeuten. Genauso mit der Ablehnung. Ja? Wir haben jeden siebten Dollar auf der Welt investieren wir in Gewalt. Ja? Der Buddha hat gesagt, Gewalt ist nie ein Weg zur Lösung irgendeines Konflikts. Nie. Gewalt schafft nur noch mehr Gewalt. Also grundlegend diesen Gewaltweg zu verlassen, ist eine tiefe Erkenntnis, die eigentlich jeder von uns teilen kann. Wir haben selber schon Gewalterfahrungen gemacht. Und wir sind selber, wenn wir gewalttätig geworden sind, das aus innerer Not geworden. Und nicht, weil wir glauben, dass Gewalt irgendwas bringt. Also, und genauso ist es mit der Verblendungsindustrie. Ich spreche jetzt mal nicht von Werbung, ja, sondern nenne die Sache mal beim Namen. Es ist eine reine Verblendungsindustrie, die Leute zu verlocken, ihre Buddha-Natur zu verwechseln mit iPhone 10. Das stimmt nicht. Ja? Weil es ist vielleicht ein großer Schritt zu sagen, du Junge, also erweis doch mal deine Großzügigkeit, indem du dich von deinem iPhone 10 trennst. Jetzt mal so, um der Allgemeinheit wieder offen zu stehen und erreichbar zu sein. Ja. Es könnte ein großes Opfer sein. Ne? Also, man merkt es in der Schule. Also, der schlimmste Entzug ist Smartphone abgeben. Ja? Also, das ist die Hölle. Ne? Und ich habe mich neulich leider in der Situation gesehen, dass mein Enkel Valentin, den ich sehr schätze und der jetzt 12 ist, dass der seine Mutter tyrannisiert hat am Abend, weil sie gesagt hat, Valentin, wenn du jetzt ins Bett gehst, leg bitte dein Smartphone hier hin, ne, da auf so ein Küchenbord, weil sie sicher sein wollte, dass er da nicht nachts gleich wieder die neuesten Erkenntnisse aus dem Internet zieht. Ja? Und er war stinkwütend, weil seine Schwester ihr Smartphone noch nicht abgegeben hatte, weil die noch etwas für die Schule klären durfte. Ja, und da war er so stinkig, dann hat er uns, ich wollte mich mit meiner Tochter Anna unterhalten, wir haben ja nicht immer die Gelegenheit dazu, dass er da mit einem kleinen Fußball die ganze Zeit seine Künste aufgeführt hat, in einer Weise, dass wir uns natürlich nicht konzentrieren konnten, weil der Ball immer haarscharf so an uns vorbeiging, an den Tassen vorbei, meisterhaft, ja, aber trotzdem irgendwie aufwühlend, wie er sich da aufgeführt hat, ja. Und schließlich bin ich nicht etwa in den Modus der gewaltfreien Kommunikation gegangen. Ich habe gesagt, Valentin, ich sehe dein Bedürfnis. Ich hätte ja sagen können, ne, hast du ein Bedürfnis nach deinem Smartphone? Hätte er sofort ja gesagt.
als ist es ja nicht. Ne? Also ich habe mich ihm nicht einfühlsam genähert, sondern ich habe ihn mir gegriffen und habe gesagt, Schluss jetzt! Ja, da ist er abgezogen nach oben, hat mit seinem Ball da oben weiter Terror gemacht, bis seine jüngere Schwester nach unten kam. Mama, ich kann nicht schlafen, Mama, der Valentina schießt immer die Bälle da oben rum. Ja. Dann rief sie meine Tochter rauf, Valentin, hör auf damit. Da sagt er, ich höre erst auf, wenn Opa Christoph das Haus verlassen hat. Okay, wir haben uns inzwischen wieder vertragen. Ja? Das ist okay. Ja. Aber ich wollte nur mal sagen, wie stark das jetzt schon geht, wie weit das jetzt schon ist, wie die mediale Industrie uns da im Griff hat und uns da wirklich weitestgehend davon abgezogen hat, unsere Aufmerksamkeit mal auf uns selbst zu richten oder auf unsere Mitwelt. Ja? Nee, wir sind mit den Geräten da. Keine Fahrt im ICE durch die schönsten Landschaften führt noch dazu, dass irgendein Fahrgast mal einen Blick nach draußen wirft. Nee, die sind alle da. Dann kommt eine Meldung im Zug. Ja, wir haben jetzt 17 Minuten Verspätung. Der Zug von XY wird möglicherweise nicht. Ja, also wir sind da in einer Welt unterwegs, wo die Verblendung uns von allen Seiten angetragen wird. Ja? Und ja, da einen klaren Kopf zu bewahren, das ist besonders herausfordernd. Ja? Und selbst hier im Tempel haben wir Schwierigkeiten. Also Jürgen, der hat jetzt hier verordnet, keine Smartphones. Ja? Also jedenfalls hier unser Internet wird hier. Nur für den Ofen steht das zur Verfügung. Der darf das. Da fragt man sich, der Ofen darf das. Und wir denken, wir Wesen dürfen das nicht. Das ist eigentlich ein Unding, ja. So, also das ist die Strenge der Zen-Meister, ja. Die ist fürsorglich gemeint. Das ist ein Akt der Barmherzigkeit, uns mal für 3 Tage oder 6 Tage von diesen verdammten Zwangsdingern da zu befreien, ja. Um mal wieder nach draußen zu gucken und die Blätter anzuschauen oder die Regentropfen oder was da sonst Interessantes ist, mit dem wir in Wirklichkeit in Verbindung sind. Wir stellen ja nicht mehr die Verbindung her, in der wir wirklich sind, weil wir abgelenkt sind von dem ganzen Kram. Wir sind auf dem Wege, nach meiner Überzeugung, in eine Gesellschaft von Weisheit und Mitgefühl. Und wir sehen auf diesem Wege einige Hindernisse und Herausforderungen. Das macht uns aber nur stark, wenn wir die sehen, weil wir sie sehen. Und deshalb gehen wir sie an. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chukka Sangha e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.